Als das gerechte Urteil über ihn gesprochen war, 5 Jahre Einzelhaft, begannen sie ihn zu Tode zu quälen. Ausreißen der Fingernägel, Einläufe mit kochend heißem Wasser, Abschneiden der Hoden. Sie folterten nicht nur den Körper. Keine Verbindung zur Außenwelt, weder Briefe noch Besuche waren ihm erlaubt. Eines Tages kam eine vereinsamte, verarmte Frau zum Gefängniswärter. Sie hatte kein Geld und versuchte, ihn mit ihrem goldenen Armreifen zu bestechen. Er solle ihr doch sagen, ob ihr Mann noch lebe und falls er lebe, wie es ihm ergehe. Sie erhielt die Antwort, ihr Mann sei im Gefängnisspital an einer Magenblutung gestorben. Die Frau kehrte weinend und ohne seinen Leichnam in ihre Behausung zurück. Ihr Herz war gebrochen. Sie dürstete nur mehr nach Rache und ihre Tränen versiegten. Fest umschloss sie mit den Armen, was ihr geblieben war, die kleine Tochter. Als sie das Mädchen umarmt hielt, flüsterte sie ihm zu, es solle tapfer sein, Augen und Ohren offen halten und genau beobachten, was diese Mörder trieben. Bei der Stadt Gom ist ein kleiner Salzwassersee. Statt sie ihren Familien zur Bestattung zu übergeben, wurden die Leichen zu Tode gefolterter politischer Gefangener im See versenkt. Der Vater des Mädchens war wie viele andere ein Teil des Sees geworden. Die Tochter hörte der Mutter zu, ohne den geringsten Laut von sich zu geben. Sie fühlte sich klein und ohnmächtig. Erst als sie später daran dachte, staunte sie, wie selbstverständlich diese Untaten hingenommen worden waren. Aber das Mädchen wurde größer und stärker und die Angst wich von ihr. Sie sagte sich, es ist noch nicht zu spät. Eines Tages werden die Kinder das Blutgeld für ihre Väter verlangen. Noch nie war es so ruhig im Klassenzimmer gewesen. Das Aufsatzheft zitterte in den Händen der Schülerin, die ihren Aufsatz vorgelesen hatte. Ihre Lippen waren ganz trocken geworden, sie befeuchtete sie mit der Zungenspitze. Sie warf einen fragenden Blick zur Lehrerin, die gedankenverloren an ihrem Tisch saß, den Kopf zwischen den Händen. Als Chava den Blick auf sich spürte, stand sie auf. »Alle eure Aufsätze sind gut, ich habe mich aber für den von Masume entschieden.« Still und nachdenklich saßen die Mädchen da. Unbehagen und Furcht stand in ihre Gesichter geschrieben. Sie warteten auf beruhigende Worte der Lehrerin, aber da läutete schon die Schulglocke. Einige Tage später klopfte der Schulwart, kurz bevor der Unterricht begann, an der Tür und betrat rasch das Klassenzimmer. Er ließ Chava gar nicht erst zu Wort kommen und teilte mit, Frau Direktor Ganji wollte dringend mit ihr sprechen, sie müsse sofort in die Direktion kommen. Chava witterte Gefahr. Mit Herzklopfen betrat sie die Direktion. Frau Ganji stand mit kaltem, gleichgültigem Blick neben ihrem Schreibtisch, ein Blatt Papier in der Hand. Als sie Chava sah, kam sie ihr einige Schritte entgegen. Ohne ihr in die Augen zu schauen, drückte sie ihr das Papier in die Hand. »Nehmen Sie es. Es ist an Sie gerichtet. Sie haben sich das selbst zuzuschreiben. Es ist ein Entscheid der Schulverwaltung. Sie sind nicht mehr berechtigt, als Lehrerin zu arbeiten. Nie mehr. Sie sind hier gewesen, um zu unterrichten und nicht, um unsere Kinder mit verbotenen Gedanken zu vergiften. Leute wie Sie, die haltlose Weltverbesserungsträume hegen, haben keinen Platz in diesem Land und werden nie einen finden. Verlassen Sie augenblicklich dieses Gymnasium und zwar für immer.« Die letzten Worte der Direktorin konnte und wollte Chava nicht mehr hören. Wie in Trance ging sie zur Garderobe, zog ihren Mantel an, stand vor dem Schulgebäude, sah zu den Fenstern des Klassenzimmers auf, aus denen ihr die Mädchen mit fragenden Augen nachblickten. Ihr war schlecht. Es wurde ihr schwarz vor den Augen. Beinahe verlor sie das Gleichgewicht. Sie fühlte eine große Mattigkeit. Ihr war, als hätte sie ihre ganze Klasse auf den Schultern zu tragen.
Im Hof blieb sie noch einmal stehen. Die Fahne war gehisst. Ihr wurde kalt, die Knie begannen zu schlottern. Eine dünne Eisschicht bedeckte den Boden. Die Fußgänger bewegten sich langsam und vorsichtig. Da und dort verstellte ein Schneehaufen den Weg. 50 Meter bis zur Busstation. Sie fürchtete zu fallen und setzte mit Bedacht Schritt für Schritt. Es ging so schnell, dass sie es selbst zuerst nicht verstand. Ein schwarzer Mercedes bremste neben ihr und zwei Männer mit dunklen Brillen zerrten sie in den Wagen. Sie hätte schreien können, aber sie wusste, dass ihr niemand helfen würde. Auch im Wagen wurde sie nicht losgelassen. Von beiden Seiten drückten sich Ellenbogen ihre Rippen. Sie wollte etwas sagen, doch mit einem Hieb in den Magen wurde sie zum Schweigen gebracht. Man verband ihr die Augen. Sie verlor das Bewusstsein. Ganz aus der Ferne vernahm sie das widerlich siegessichere Lachen der Männer. Jäger, die das gefangene Wild zur Schlachtbank führten. Als Sazan abends nach Hause kam, wunderte er sich, dass kein Licht brannte. Er vermisste den Duft seiner Frau, suchte sie in allen Räumen, sogar im Keller, doch er fand keine Spur. Er rief Sohrab, Rawas Vater, an. Sie war nicht bei ihren Eltern. Diese riefen aufs Äußerste besorgt im Gymnasium an, dort meldete sich niemand. Auch Freunde und Bekannte wussten nichts über Rawas Verbleib. Sazan befürchtete einen Unfall, erkundigte sich in allen Spitälern vergebens. Zu guter Letzt sah er keinen Ausweg mehr, als zur Polizei zu gehen. Dort hatte man keine Ahnung, versprach jedoch, sie zu suchen. Täglich lief Sazan zur Polizeistation. Erst nach einer Woche wussten die Beamten, wo Khawar sich befand. Die zuvor so entgegenkommenden und hilfsbereiten Männer waren mit einem Mal verändert. Mit Verachtung und Hass in der Stimme teilte man Sazan mit: Ihre Frau ist in der Frauenabteilung des Gaza-Gefängnisses. Die Regierung kann Menschen mit einer solchen Einstellung nicht frei herumlaufen lassen. Die nächste Zeit werden Sie sie nicht zu Gesicht bekommen. Sie hat Berufsverbot. 2 Monate später konnte man in einer Teheraner Tageszeitung unter dem Titel Vermisst lesen: Seit kurzem wird ein Mädchen namens Masume vermisst, das sich zuletzt auf dem Heimweg von der Schule befand. Die Direktorin gab gegenüber der Polizei an, das Mädchen habe seit längerer Zeit ein Verhältnis mit einem Jungen gehabt, sei nicht mehr Jungfrau und könne und wolle deshalb nicht mehr zu ihrer Familie zurückkehren. Zusammen mit dem Jungen habe sie die Stadt verlassen. Khawar wurde zu 5 Jahren Haft verurteilt, von denen sie 1,5 Jahre verbüßte. Während ihrer Haftzeit durfte sie insgesamt 3-mal besucht werden. Dann wurden die Gefängnisse gestürmt und alle Gefangenen befreit. Khawar hatte ihren Beruf als Lehrerin mit Leidenschaft und gern ausgeübt. Dass sie keinerlei Verbindung zu irgendeiner verbotenen Partei oder politischen Gruppierung hatte, glaubte man ihr nicht. Nach der Folter sank sie mit verletztem Körper in einem Winkel ihrer Zelle zu Boden. Entkräftet starrte sie auf ihre geschwollenen Füße und Hände, die roten und dunklen Striemen. Für Taten verurteilt, von denen sie nichts wusste, gehörte sie nun einem Personenkreis an, den sie bisher nur aus den Schlagzeilen der Zeitungen kannte. Thank you.
Putsch. توفان که وزید شاخه ها شکستند، درختان از نفس افتادند و داس تیز باد آشیان پرندگان درو کرد. آرامش که دمید من ماندم و ویرانی با هذیانی از واژه های بی سر و دست. آرامش که دمید شادی از زمین کوچ کرده بود. Die Wanderung. Als der Sturm wehte, zerbrachen die Zweige und die scharfe Sichel des Windes riss das Vogelnest fort. Als Ruhe einkehrte inmitten der Verwüstung, blieb ich im Fieberwahn der Worte kopflos und mit versagender Hand. Als endlich Stille war, war auch die Freude von der Erde wie fortgeblasen. Kabile. چون لکه ای درشت و سیاه در گوشه ای زدهکده جهان آوازش به پلیدی است قدکشان. قبیله ای ز کاروانهای خرد جا مانده و در گل و لای مرداب‌های پیر وامانده که در آن دمادم صادر می شود فرمان ایست زیبایی. لچک وحشت بر سر جوانی می کشند یک دازان رسوایی. شادی سیلی می خورد پیاپی و عشق در سحرگاهانی هراس زده تیر باران می شود. در گوشه ای زدهکده جهان آوازش به پلیدی است قدکشان قبیله ای که بوی مرگ می دهد. In einem Winkel des Weltdorfs wächst sein Ruhm der Schande zu, ein massives und schwarzes Mal. Eine Sippe hat die Karawane des Verstandes verpasst. Im Schlamm der Lagune ermattet träge das Denken. Die Schönheit ist zum Anhalten gezwungen. Die Verursacher der Schmach hüllen die Jugend in das Kopftuch des entsetzlichen Verdachts. Die Freude wird geohrfeigt und die Liebe hingerichtet im Morgengrauen. In einem Winkel des Weltdorfs wächst sein Ruhm der Schande zu. Die Sippe riecht schon. Nach Tod. کیستی تو؟ کیستی تو که بهار را معصیت فصول میخوانی و تراوت را بر پوست جوان دو زمزمگر زایش گناه مینامی؟ کیستی تو؟ که هر نیم روز آبستن سرود آشفته می کند خوابت را پرواز فوج پرستوها. کیستی تو که زهر آواز می ترسی از اوج عاشقانه هر پرواز می ترسی؟ کیستی تو که عشق را دمادم کمر به کشتن بسته ای؟ از تبار کدامین قبیله ای که این چنین نفست بوی مرداب می دهد و ردای پوسیده ات یادآور قرون سیاه؟ کیستی تو بدنام ترین بدنامان؟ Wer bist du, dass du den Frühling die verbotene Jahreszeit nennst und die Frische auf der jungen Haut zweier dir murren, die Geburt der Sünde? Wer bist du, dass dein Schlaf jeden melodienträchtigen Morgen durch hochfliegende Schwalben in Verwirrung endet? Wer bist du, dass du dich vor jedem Gesang fürchtest und jede leidenschaftliche Bewegung dich beunruhigt? Wer bist du, dass du immer wieder die Liebe tötest? Welche Sippe hat dich hervorgebracht, dass dein Atem modert wie altes Teichwasser
und deine brüchigen Kleider an schwarze Jahrhunderte erinnern. Wer bist du, verrufenster aller Verrufenen? چه زشت رو شده ای؟ نشبت همان شبیست که بی حراس و بی تردید بتوان به خواب تن بخشید. نروزت همان روزیست که با تلنگر صبح هر دریچه بسته بخندد جهان شود زیبا. چه زشت رو شده ای سرزمین من؟ Wie unschön du geworden bist. Weder ist deine Nacht eine Nacht, in der man ohne Angst und Skepsis einschlafen kann, noch ist dein Tag ein Tag, an dem der Morgen an das geschlossene Fenster klopft und Einlass begehrt für die Schönheit der Welt. Wie unschön du geworden bist, mein Heimatland. دست لرزه در تکاپوی خنجر زنگالود وحشت پرندگان کلام پرپر زنان و می دود چکان چکانه خون بر دست و دامن دقیقه های پریشان در امتداد غروبی هراسناک ایستادم در گشادگی آغوش پنجرم به تاریکی با دست لرزه ای که مبادا شب مخوف ریزد چو سیل خروشان به خانه ام. Emsig werkt das gefürchtete, angerostete Beil und die Vöglein der Rede stürzen ins Blut. Tropfen um Tropfen besudelt den verwirrten Minuten Rock und Hände. Ich stehe im Ausklang der Abenddämmerung. Die Arme meines Fensters sind ausgestreckt in die Dunkelheit. Bad Badek. Schahwand Sargardania. Bad Badek Rishtek Sichte. Gah der Furut. Pakube Chashme Bad. گاه در فراز تا کاخ آفتاب چیزی به شب نمانده است کودک روزگار در کوچه های کدامین محل در کوچه های کدام محله میگردی بازی گوش کی مهار خواهی کرد این رشته به دست خیش بر فراز کدامین خانه خواهی افراشت دلخوشی های خردم را پرچمگون Der Papierdrache. Staatsbürger der Verzweiflung bin ich. Ein Papierdrache mit zerrissenem Faden, der im Niedersinken durch zornigen Wind weggedrängt, von Zeit zu Zeit plötzlich bis zum Sonnenpalast hochfliegt. Die Nacht breitet ihre Farben über die Stadt. In welchen Gassen und Siedlungen spazierst du herum, du, mutwilliges Kind des Schicksals? Wann zähmen deine Hände wieder die Fäden dieses Papierdrachens? Über welchem Haus kannst du die Fahne meiner winzigen Freude hissen? Kennst du ein Dach? ای کاش در پاسخ دیوانگی های دیوانه ای به نام روژه گارودی روژه گارودی یک اسلام شناس فرانسویه که در واقع تمام هولوکاست و جنایات نازیان و اینا رو همه رو انکار کرده و بدتر از اون احمدی نژاد هم خیلی یکی از دوستداران این فرد دیوانه بود کاش کابوسی بیش نبود در شبان مشوش تاریخ و با تلنگر صبحی شکاف بر می داشت و محو می شد. کاش این حقیقت جانسوز هرگز حک نمی شد بر جریده زمان و معنا نمی گرفت
روی سنگ ها و کتاب ها و زخم های عمیق نمی گزید سالیان جگر برگن‌بلزن را، آشویتس را، مایدانک، بوخنوالد، داخاو و ماتهاوزن را. کاش رد پای مرگ هرگز به جا نبود بر مرکز زمین و یا بنا نبود بیشمار دخمه ها و از نفس افتاد کوره های بشرسوز با طعم دود بر زبان. کاش میلیون ها نام به خاکستر نمی نشست و رهبر بزرگ فجایع ننگ بر پیشانی نمی نشاند. کاش حق با دیوانه ای بود که امروز همخوان دیوانگان دیگر، تاریخ را با لکه های درشت سیاهش به هیچ می گیرد، درد و سوگ نسل ها را کتمان می کند. Antwort auf die Verrücktheiten eines Verrückten namens Roger Garaudy. Wie schön es wäre. Schade, dass es kein nächtlicher Albtraum der Geschichte war, wo der Morgen die Nacht mit einem Fingerschnippen zerreißt und die Dunkelheit. Schön wäre es, wenn die herzzerreißende Wahrheit nicht in die Zeittafeln eingraviert wäre und ohne Bezug zu den Schriften auf Grabsteinen. Schön wäre es, wenn die Konzentrationslager Auschwitz, Mauthausen, Buchenwald, Dachau sich in die Herzen nicht als Wunden eingeschrieben hätten. Schön wäre es, wenn die Todesspur durch ganz Europa nicht heute noch so sichtbar wäre. Schön wäre es, wenn es in diesen Lagern keine Gaskammern gegeben hätte, keine Verbrennungsöfen, keinen süßlichen Rauch. Es wäre schon schön, wenn Millionen von Namen nicht von Asche zugedeckt wären und der Führer in die Katastrophe auch dieses Schandmal nicht in die Stirn gebrannt bekommen hätte. Schön wäre es, wenn heute ein Verrückter mit seiner Anhängerschaft die Vergangenheit einfach hinwegleugnen könnte und Schmerz und Trauer von Generationen wären nie gewesen. در کجای زمین ایستاده ای؟ درد من از نبود نان نیست در سفره همار خالیم. من و گونه های زندگی شب و روز با تازیانه سیلی گرم و سرخ می شویم در خانه ای که میهمانی ناخوانده ام. درد من از لمس ترک های تازه است بر کوتاه سقف دالان رابطه ها. همسایه من، تو شبها مهربانیت را پشت دری بسته قفل میزنی و با تصویر آلبوم پدر بزرگی چکم پوش به خواب میروی. همسایه من، تو روزها در پاگرد پله ها از تبسم و درود میگریزی و مدام نگرانی زوال نژاد برتر را. درد من از کمسویی نگاه توست و این چشمان بیروح آبی که فراتر از دیوارهای خانه را نمی بینند، نمی خواهند که ببینند. درد من نامهربانی دستهای توست که پس می زند هر دستی را که همرنگ پوست تو نیست. درد من از دشنامی است که بر دهان داری برای هر صدایی که به زبان تو نیست در رنگین کمان خیابانهای پرآبر. درد من از تنهایی نیست که در گذرگاه‌های دهکده جهان دیریست پرچم مهر برافراشتم و دلم با نبض پنج قاره میتپد. همسایه من، درد من از کوچکی دنیای توست. هیچ فکر کرده ای در کجای زمین ایستاده ای؟ Auf welcher Erdenseite stehst du? Brotmangel auf meiner stets leeren Tischdecke. Brotmangel allein
schmerzt mich nicht in dem Haus, in dem ich unwillkommener Gast bin. Die Schauseite meines Lebens wird bei Tag und bei Nacht wie von Peitschenschlägen und Ohrfeigen gewärmt und gerötet. Die neuen Risse an der niedrigen Decke auf dem Korridor zu sehen, schmerzt mich. Du, meine Nachbarin, jede Nacht hinter deiner Tür aus Eisen versperrst du deine Leutseligkeit mit einem schweren Schloss. Du gehst zu Bett mit den Bildern deines mächtigen Großvaters in Militärstiefeln. Du, meine Nachbarin, jeden Tag auf der Treppe flüchtest du vor meinem Lächeln und der Begrüßung. Und immer wieder bist du beunruhigt über den Fortbestand der besseren Rasse. Deine Blicke ohne Glanz schmerzen mich. Deine fühllosen blauen Augen, die nicht weiter als bis zur Hausmauer sehen. Nicht weiter. Mich schmerzt die Unnahbarkeit deiner Hände, die jede Haut von sich stoßen, die nicht deine Farbe hat. Im Farbgeflirr der belebten Straßen schmerzen mich die Schimpfworte, die dir aus dem Mund schießen, für jede Stimme, die nicht deine Sprache spricht. Ich kenne keine Einsamkeit, weil schon zu lange an allen Wegkreuzungen dieses Weltdorfs die Spuren meiner Liebe zu finden sind. Und mein Herz schlägt mit dem Puls aller 5 Kontinente. Meine Nachbarin, die Kleinheit deiner Welt schmerzt mich. Hast du dir je Gedanken gemacht, auf welcher Erdenseite du stehst? تیشه بازان پشت ما بود زمان چشم خورشید نهان بود نگاه برهوت مات بر سنگستان فوج مردان تجاوز پیشه همه بیگانه روح جنگل دشمن نور دشمن سرسبزی فاتح و مست رسیدند که اتراق کنند خیمه بردار کنند نفس روز گرفت از قباری که وزید تیره چونکین آلوده به سم پیکر بوته خردی پس سنگی لرزید بر سر خان رجزخانی باد تیشه ها را قسمت می کردند هر که سهمی برداشت دست هاشان گرم کارند هنوز هم صدا می خوانند تیش بازان همگی دشمن ریشه من گوشت بوته سبز من اندیشه من ذات حوایی من را بدخواهی دیرینه دی اکسته فسسنن Das Auge der Sonne hat sich versteckt hinter dem Filz der Zeit. Der Blick der Wildnis starrt auf Felder, die mit Steinen bedeckt sind. Eine Vielzahl von Vergewaltigern kam. Männer, machtsüchtige Eroberer, fremd der Seele des Waldes, Feinde des Lichts, Feinde der grünen Farbe des Wachstums. Sie blieben stehen, um ihre Zelte aufzustellen und um zu bleiben. Erstickt ging der Tag zu Ende. Der Staub nahm ihm den Atem, dunkel, wie der Hass vergiftet. Die Zweige des kleinen Strauchs zitterten hinter einem Fels. Im Toben des Wirbelsturms wurden Äxte ausgeteilt. Jeder hatte Anteil daran. Ihre Hände sind immer noch tätig. Diese Äxte-Versessenen singen mit gleichen Stimmen. Sie alle sind Feinde meiner grünen Wurzel, meiner grünen Sträucher, meines Denkens, meiner Weiblichkeit.
در گردشگاه بتوون. بتوون فقط یک اوپرا ساخت به نام اوورتور که حالا توی این شعر بهش اشاره میشه. در دو سو تاکستان خوشه در خوشه و کال و گذرگاه معطل ز شمیم نفس خاطره ها. سایه‌وار بتوون پشت سرم بی آنکه شنودن بتواند لختی آوای قدم‌هایم را گام می‌زد بر راه و نسیمی آرام بوسه می‌زد بر دستانش. سایه نزدیک شد، آمد به کنارم ایستاد، گویی می‌خواست با سرانگشت نوازشگر خویش بر سیه گیسویم بنوازد نوت آشفته تنهایی و تقدیرم را. پیش رو شهر زلال و آرام همچون یک برکه آب، بر فراز سر من پوشش خاکستری پهنه ابر، زیر پا راهی نرم که صمیمانه مرا می برد به مهمانی خاک. خواستم تا نفسی تازه کنم، ایستادم، سایه با من ایستاد، سر فرود آوردم، او نیز. به زمین بوسه زدیم، دست بردیم به خاک، مشتی از آن را با رقبت بوییدیم، بوی نمناکی باران می داد. من ز خود پرسیدم، این همان بویی نیست که بر می خیزد از حیاتی در زندان؟ این اوورتور از شاید که نوازد باد اینک آرام؟ سایه نشنید مرا، اما باز بوسه زد او بر خاک و چنین پنداشتم تأیید شدن پرسش من. باد پیچید به مویم با مهر، بتوون باز نواخت نوت تنهایی و تقدیرم را به زبانی دیگر. Am Beethovengang. Weingärten rechts und links, zahlreich und vor der Reife die Weinstöcke. Dazwischen der Duft der Erinnerung. Wie mein Schatten hinter mir, Beethoven. Er rennt dahin, ohne den emsigen Takt meiner Schritte zu hören. Der Wind küsst dem Meister die Hände, fordert ihn auf, ein paar unruhige Töne auf den Seiten meiner Haare zu spielen. Meine Schicksalsmelodie. Glatt wie eine Wasseroberfläche die Stadt vor mir. Glatt die graue Wolkendecke über meinem Kopf. Unter meinen Füßen der weiche Weg voll verlockender Erde. Zum Luftholen stehen bleiben. Der Schatten verharrt mit mir. Den Kopf neigen. Der Schatten ebenso. Die vereinigten Finger betasten sanft die Erde, fassen eine Handvoll, riechen daran. Sie duftet wie nach dem Regen. Ich frage mich, riecht die Erde nicht wie in einem Gefängnishof? Spielt der Wind schon die Leonoren-Ouvertüre? Der Schatten hört mich doch nicht. Aber auch er küsst die Erde, wie zu meiner Bestätigung. Zärtlich zupft der Wind in meinem Haar herum. Es scheint, als würde Beethoven die Melodie meines Schicksals schon wieder ganz anders komponieren. Baumann aus Haras zu Chanmagu. Shegifta ke Muriane ye Musi Haras تنها میماند، از نفس میافتد و از جویدن جدارهای اندیشه وا میماند. آنجا که غزاله خوشخرام عشق از جنگلهای سرسبز تمدن گذر میکند و با هر توقف گلی را میبوید از شگفتی انسان. با من از هراس سخن مگو که با جنگلهای دنیا عیاق شدم و دامنم Sprich mir nicht von der Angst,
Wie staunenswert! Der Holzwurm Angst bleibt allein. Er atmet nicht mehr und benagt nicht mehr die Scheidewand der Gedanken. Wo die Gazelle Liebe leicht und graziös einherschreitet, die grünenden Wälder der Zivilisation durchquert und bei jedem Stehenbleiben, um frischen Atem zu holen, den Duft der menschlichen Wunder spürt. Sprich mir nicht von der Angst, weil ich mit allen Wäldern der Welt vertraut bin. Mein Rock ist voller Blumenduft.